Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar machen wir heute mit Ilka ihrem Bruder die Bienenbusel-Challenge. Die hat sich ja jeder schon mal gewünscht auf unserem Kanal. Seitdem wir unseren Kanal haben, haben wir glaube ich noch keine Bienenbusel gemacht. Wir sind noch nie dazu gekommen, die zu kaufen. Und diesmal haben wir im Dubai-Urlaub in so einem Candy-Shop haben wir so die Bienenbusel entdeckt. Und zwar ist es irgendwie ein bisschen anders wie die normalen, gell? Man zieht es nicht aus der Packung, sondern es ist in dem Behälter drin. Man zieht diesen Behälter so hoch. Und da oben erscheinen dann praktisch die Bienenbusel oder die Süßigkeit. Ja, genau. Ja. Und je nachdem, ob es halt eine Mystery Flavor ist oder was Süßes. Und wir werden jetzt einfach sehen, ob es eklig ist oder nicht. Ich fange mich an. Ich habe die Ehre dabei zu sein. Ich mache jetzt auf und ziehe. Nein, du musst zumachen. Achso, genau, genau. Hoch, runter, okay. Auf. Also ich fange an. Also hochziehen, runter. Oha, das ist glaube ich. Drei Stück gleich mitgenommen, mitgekommen. Das ist hart. Es ist eine Orangene. Ich habe gerade keinen Vergleich dazu. Es steht hier alles auf Englisch, oder? Nee, es steht immer Mystery Flavor. Also Hakan hat jetzt ein Orangenes. Entweder ist es Pfirsich. Oder es ist eine Mystery Flavor. Irgendwas Ekliges. Ich schwöre, es ist Pfirsich. Okay. Jetzt versuche ich mein Glück hier und hoffe natürlich, dass was Süßes rauskommt. Oh. Also es ist so, hat eine grünliche Farbe, sieht jetzt nicht so ganz lecker aus, und aber... was steht hier? Es Limette. Ist entweder Limette oder irgendwas Ekliges. Entweder was Ekliges. Ich hoffe natürlich, dass es Limette ist. Wenn es was Ekliges ist, wird es mal gegessen, gell? Wird es dann geschluckt. Es wird geschluckt. Sicher okay, wird es geschluckt. Mal probieren. Hoffentlich ist es Popel, Alter. Ist es Limette? Es ist auf jeden Fall... salzig. Ja. Es ist Popel. Ja, also, es ist echt was. Halt nein, 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 es wird dir nicht geschmuckt. Ja, lass ihn ausspucken. Es ist echt Popel gewesen. Richtig eklig, gell? Oh, das ist eklig. Es ist auch Popel. Anfängerglück, Anfängerglück. Oh, oi, oi. Ich krieg jetzt gleich mal. Das erste Mal dabei und gleich sowas. Okay, ich habe das blaue. Das ist entweder Berry Blue oder Mystery Flavor. Da kommen mir schon glatt die Tränen. Das ist Mystery Flavor. Was ist es? Das ist Zahnpasta, genau. Das geht, der ist ja nicht so schlimm. Also, jetzt kommt wieder mal die Glückspilz. Oh, ich habe das gleiche sogar wie du. Nee. Jetzt ist die Frage, ob das... nicht das gleiche? Nee, meins war anders. Meins ist auch grün. Ja, meins war ein anderes. Ah, meins ist. Deins war Juicy Pear oder Mystery Flavor. Meins ist Limette oder Ding. Popel. Ist Limette. Du bist schon sein Glückskind. Ha, der hat echt Glück. Du kannst gerade nicht einschätzen. Puste mal. Das ist Limette. Puste mal. Das ist Limette. Wahnsinn, hat der echt Glück. Also schön durchmischen, dass was Schönes für mich rauskommt. Dass aus dem Mülltonne was Schönes rauskommt. Boah. So. Ich nehme jetzt mal hier, wie ihr sehen könnt, es ist so leicht rosa. Was ist das? Das ist... tja, ich denke mal... das ist kein... nein, das ist das da. Entweder es ist Tutti Frutti oder Mystery Flavor. Ich weiß schon, was es ist. So, das ist die Kotze, mal. Tutti Frutti oder Kotze jetzt nicht mehr. Hoffentlich ist es die Kotze, weil das schmeckt wirklich nach Kotze. Original. Dir wird es jetzt so vorkommen, als hättest du gekotzt. Okay, das ist Tutti Frutti zum Glück. Schade, Mann. Ist ja so witzig. Eines Nase, man, das kann ja auch was anderes. Boah, bitte nimm das. Ja, nimm das. Nein, 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 das andere. Das ist Tutti Frutti. Jetzt. Okay, ich habe jetzt auch entweder Tutti Frutti oder Mystery Flavor. Komm, jetzt muss es eine Mystery Flavor sein. Oh, schön in die Nase noch rein. Mh, lecker. Also, hallo? Irgendwelche Reaktionen, Anregungen? Ich glaube, das ist kein. Ich schmecke das nicht raus. Also, es schmeckt nicht lecker, aber. Aber bei mir auch so mit dem Grünen. Weiß ich, auf jeden Fall. Oh. Ja, auf jeden Fall, gleich mal. Oh, Vorurteile, weißt du?
Also. So. Jetzt ist der Hack. Oh, jetzt alle drei eingequetscht. So, jetzt ist der Hacker wieder dran. Ich habe ein braunes. Wir hoffen natürlich für ihn, dass es was Ekliges braun ist. Braunes Schokoladepudding. Boah, der schmeckt echt nur scheiße. Lüg nicht! Mach mal. Das riecht nach Kacke! Schmeckt gut. Hast du mal Kacke im Mund gehabt? Boah! Das riecht echt nach Kacke, Mann! So. Das lässt meinen Nachgeschmack im Mund. Boah! Du bist ja gleich krank hier. Langweilig, Zahnpasta weg. Zahnpasta ist langweilig. So. Nimm mal das grüne, weiße. So. Babywindel oder Kokos, oder? Entweder habe ich jetzt hier Kokosnuss. Kokosnuss oder Mystery. Was wir nicht wissen. Mystery. So. Aber du wirst es gleich wissen, was es ist. Was ist es? Babywindel. Sag mal so dazu. Es ist Babywindel. Es ist ein Babywindel. Und schmeckt nach Berg als eine Windel. Wieso schluckst du Spucks aus? Ist gar nicht so. Schmeckt aber so künstlich. So. Ja, so richtig künstlich, gell? Bei Babywindel habe ich auch schon mal gehabt. Kommt, du bist begeistert von der Babywindel. Ja, ja, du. Es schmeckt so wie so parfümmäßig. Jetzt komm, jetzt endlich mal die Kotze, aber gescheit jetzt. Also, volle Kanne. Wieder Tutti Frutti. Achso, Peach? Nein, das ist echt wieder Pfirsich. Oder Mystery. Hoff mal Kotze. Du riechst es nicht. Ist, die Dinger riechen alle so eklig. Das ist ja extra so gemacht, die riechen nicht eklig. Die riechen ganz normal. Natürlich, dass es gut schmeckt. Nein, Kotze. Das musst du unbedingt. Das ist originalgetreu Kotze, Mann. Sag ich dir doch schon. Das ist echt kotzig. Ja, Mann, zum Glück. Ja, Mann. Jawohl. Nachgeschmack. Haben jeder einmal, ne? Leute, das ist so eklig. Letzte Runde, letztes Glück. Wow. Jetzt kommen die Busch. Schaut so Hautfarben aus. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, ehrlich gesagt. Das ist auch Kokos bestimmt. Kokos? Nein, da ist noch mal was. Popcorn oder was anderes? Ich kann es nicht beschreiben, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Noch was schmeckt? Ich weiß es nicht. Ihr müsst mal die Beschreibung von dem Bimbus nehmen. Was waren das? Kokos, oder? Boah, das waren richtig verschimmelte Eier. Wie vorgestern mein Frühstück. Schwarz. So. Komm, du gehst jetzt einmal noch mit der letzte Runde. Also, das letzte Mal. Ja, jetzt kommt wieder der Popel. Limette oder Popel? Ich hatte das davor. Ach so, jetzt kommt Limette oder Mystery Flavor. Ich glaube, das ist mal wirklich Popel. Komm, jetzt nochmal. Richtig gescheit den Popel raushauen. Gönn dir, gönn dir. In dem Fall. Richtig salzig, oder? Lecker. Komisch. Es ist auf jeden Fall keine Limette. Ja, da kann es ja wohl nichts Gescheites sein. Schmeckt's? Ja, lass dich schmecken. Ich schmecke irgendwie nichts raus, aber. Es ist trotzdem eklig zu wissen, was es irgendwas ist. Ja. Yeah. Okay. Bitte nimm mal Kaka. Nein. Doch. Komm. Schoko oder Kaka, okay, komm. Okay, ich nehme jetzt das braune, Leute. Ich hoffe, dass es nicht Kacke ist, weil sonst kotze ich hier die Bude voll. Ich sag's euch. Komm jetzt. Ich hab Angst. Last but not least. Jawoll, gönn dir. Kacki. Hol mir Wasser jetzt schon. Nee, Schokolade. Das ist Schokolade. Sonst hätte sie schon längst gekotzt. Oh, sie macht nur einmal so. So macht sie immer bei allem. So witzig, die Dinger. Cool. Also Leute, es war Gott sei Dank Schokolade.
wer hat am meisten abgekriegt? Du? Nee. Nee, du. Ich? Ja, du hast. Ich habe einmal Kacke und du hast einmal Kotze und noch was gehabt. Aber das Kotze ist das Schlimmste, gell? Ich würde mal gerne mit dir in die Kotze mal raus und damit du echt mal auf den Geschmack kommst. Du musst. Nimm mal. Ich glaube, das ist es. Nimm mal. Du musst mal auf den. Das ist so gut gemacht. Das war das Orange. Nein, das ist Tutti Frutti schon. Was ist das andere? Das ist es schon. Das ist es. Nimm's. Das ist es. Nimm's mal. Kotze, Kotze, Kotze. Kotze? Nein. Nein, ist es nicht. Ist es Kotze? Nein, jetzt kommt das Wahnsinn. Es ist was Ehes, aber ich weiß nicht, was es ist. Es ist. Wieso spuckst du einfach? Nein, ich kann sie riechen. Du bist aber ganz schön widerlich. Naja, also, ich will mein Glück nicht noch weiter herausfordern. Vier Runden reichen für mich. Ja, ich bin immer der Glücksfall. Sag mal, ob der Mund noch nach Kacke riecht? Da komme ich schon glatt. Oh. Schon ein bisschen, gell? Ich habe bei dem Geschmack immer noch im Mund. Ich muss Zähne putzen. Naja, ihr Lieben, also. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und würden uns natürlich über ganz viele Daumen freuen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Schaltet immer fleißig ein. Tschüss.